zum FC Homburg. Der hatte gestern prominenten Besuch im Waldstadion. Der Meistertrainer Felix Magath, unter anderem Ex-Bayern- und Wolfsburg-Coach, war auf Einladung des Hauptsponsors zu Gast beim ehemaligen Bundesligisten. Im Vordergrund stand der Meinungsaustausch beim aufstiegswilligen FCH. Aber als Maskottchen taugte Magath gestern leider nicht. Es gab eine 0:1 Niederlage gegen Freiburg. Daniel Scheider. Trainer Christian Tietz als einsamer Rufer in der Wüste. Aber seine Worte fallen in diesen letzten Sekunden des Spiels auf keinen fruchtbaren Boden. Vieles bleibt wie schon zuletzt bei Heimauftritten Stückwerk. Ansehnlich, aber eben nicht zwingend genug. Nur ein Sieg aus den letzten 7 Partien steht zu Buche. Der Zug nach vorne in Sachen Meisterschaft ist erstmal ohne den Tabellensiebten abgefahren. Wir sehen es von Spiel zu Spiel, wir können es nichts machen. Es bringt uns nichts, wenn wir jetzt nach oben gucken. Wir müssen gucken, dass wir das nächste Spiel gewinnen. Mehr können wir nicht mehr machen. Und gewinnen wir, wird automatisch auch sich wieder die Konstellation ändern. Und deswegen gucken wir auch jetzt gar nicht nach Tabellensituationen oder was auch immer. Homburg tut sich schon im ersten Abschnitt mit seinen vielen Verletzten und ohne den noch immer unter einer Bauchmuskelzerrung leidenden Top-Torjäger Ramay schwer damit, Strafraumszenen zu kreieren. Die einzige gute Möglichkeit vergibt Keseroglu nach 17 Minuten. Ansonsten ist der FCH-Sturm ein laues Lüftchen. Das wird auch Meistercoach Felix Magath im Gespräch mit FCH-Boss Herbert Eder ähnlich gesehen haben. Immerhin stehen die Grün-Weißen hinten gut, bis auf ihren Torwart Edin Sancakta. Eigentlich der konstanteste Homburger der letzten Wochen mit diesem Riesenpatzer nach 30 Minuten. Das 0:1 aus Sicht der Homburger durch Amir Falahan, ein Homburger Geschenk, auch weil Freiburg gedankenschneller agiert als die Heimelf. Die trotzdem ansatzweise an die spielerisch brillanteren Spätsommerwochen erinnern kann. Was aber häufig fehlt, ist der letzte Pass, die Abstimmung und das nötige Glück. Das ist Carsten Lutz, der für Tevelde in die Partie gekommen war. Christian Beisel, Claudio Bellanave. Aber Gerlinger verpasst in der Mitte. Der FCH ist im Moment einfach kein Spitzenteam mehr in der Regionalliga. Weder bei Tageslicht noch bei Mondschein. Ja, momentan läuft die Tendenz gegen uns. Wir machen individuelle Fehler hinten wie beim 1-0. Was wir selbst verschuldet haben und dann vorne, haben wir natürlich auch einige gute Einschussmöglichkeiten, die wir nicht nutzen. Heute muss ich allerdings sagen, hatten wir dagegen sehr stark gegen ein unglaublich intensives Spiel. Es war ein enorm hohes Tempo. Apropos Tempo. Mit dem Anpfiff zur zweiten Hälfte zeigt die Tietz-Truppe, zu was sie gegen zwar kompakt stehende, aber keineswegs überragende Freiburger in der Lage wäre. Ja, wenn Carsten Lutz hier die Übersicht behalten hätte. Felix Magath hatte zu diesem Zeitpunkt in der Loge mehr mit fotoaffinen FCH-Fans zu tun als mit der Spielbeobachtung. Es ist Homburgs stärkste Phase, in der der Ausgleich durchaus mehr als verdient gewesen wäre. Carsten Lutz. Klasse durchgesteckt auf Mario Klinger. Aber Daniel Batz betätigt sich als Homburger Spielverderber. Das Spiel zweier in etwa gleichwertiger Mannschaften nimmt seinen vorgezeichneten Verlauf. Denn auch mit purer Gewalt gelingt das 1:1 nicht mehr. Wie nach diesem Freistoß von Mike Bayer und dem anschließenden Weitschuss von Dennis Gerlinger in der Schlussphase. So bleibt die Erkenntnis, dass eine im Moment dezimierte und leicht verunsicherte Mannschaft ihren Ambitionen nicht mehr gerecht wird. Trotzdem muss man sagen, dass immer wieder Spieler ausfallen, immer wieder müssen wir mit einer neuen Mannschaft spielen. Ist natürlich klar, wir suchen nicht nach Ausreden, wir nehmen jedes Spiel an, aber dass das natürlich auch einen kleinen Teil dazu beiträgt, das kann ich auch nicht leugnen, ist klar. Wir werden jetzt den Jungs 2 Tage freigeben, dass wir gerade nach den vielen Krankheitsfällen sich erholen können. Schauen, dass wir die Verletzten zurückbekommen. Hoffen, dass mit Martin Kramer und mit Alban Ramay, gerade unseren Torjäger, dass die zurückkehren. Und dann werden wir ganz in Ruhe und konzentriert mit den Mannschaften der Woche arbeiten und uns auf das nächste Spiel vorbereiten. Nächste Woche geht's für den FCH wieder auswärts um Punkte. Dann ist der Tabellenneunte Hessen-Kassel der Gegner. Ja, auch nicht das Wochenende vom FC Homburg. Wir wollen auf den 15. Spieltag blicken.
13. ist es in der Fußballregionalliga, genau. Kickers Offenbach gegen Hessen-Kassel 0:0. Homburg-Freiburg, wie gesehen, 0:1. Sonnenhof Groß-Asbach gegen Kaiserslautern 1:1. Nochmal ein Unentschieden. Ulm gegen Pfullendorf 1:1. Zweibrücken gewinnt gegen Hoffenheim mit 2:0. Baunatal ist erfolgreich gegen Worms 2:0. Ebenfalls 2:0. Eintracht Frankfurt gegen Neckar-Elz. Und Mainz und Trier trennen sich 3:3 unentschieden und unentschieden auch die Partie Mannheim gegen Koblenz 2:2. Tabellenführer ist Trier, 26 Punkte, punktgleich dahinter. Freiburg mit ebenfalls 26 Punkten, also dahinter Mainz 25 Zähler. Und Sie sehen es, es geht recht eng zu da oben. Homburg auf Rang 7 hat 19 Punkte, immerhin 7 Punkte, jetzt aber Abstand zum Aufstiegsrang. Und wir blicken in die zweite Hälfte. Auf den Abstiegsrängen Pfullendorf mit nur 8 Punkten und Ulm das Schluss.